Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind zurück, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich im Wassertempel und stehen jetzt hier vor der dritten Tafel, mit der wir den Wasserstand verändern können. Und die nutzen wir jetzt auch. Nee, einmal zurück bitte. Das heißt, wir spielen einmal Zeldas Wiegenlied. Und bringen den Wasserstand wieder dahin, wo er mal war. Als wir hier angekommen sind. Zack. So, hier haben wir eine verschlossene Tür. Wir haben auch ein... Schlüssel? Ist das Wort? Komm her jetzt hier. Zack. So, dann machen wir erstmal die Flederbeißer hier kalt. Gut. Ach ja. Ich erinnere mich. Moment, ich höre eine Skulltula hier irgendwo. Da oben. Ich glaube, da kommen wir noch nicht ran. So, Enterhaken. Jetzt müssen wir uns jetzt hier relativ zügig hochziehen. Damit wir irgendwann ganz oben ankommen. Das reicht. So. Ja, von hier aus schaffen wir das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, irgendwann, wenn wir den längeren Haken haben, kommen wir hier bestimmt weiter. So. Zack. Nummer 1. Zu tief. Treffer. Zu deutlich zu hoch. Haben wir hier alle? Ja. Gut. Kommen wir hier mit dem Anhaken ran? Ja. So, dann ziehen wir uns einmal hier rüber. Dann müssen wir den wieder runterschalten. Weil sonst kommen wir an dem anderen Kopf hier nicht vorbei. Hoch. Sehr schön. Klettern wir hier einmal drüber. Und dann machen wir Wasserstand nochmal hoch. Und ziehen uns hier rüber und klettern dann auf den letzten. Da ist Wasserstand nochmal runter. Aufklettern und dann machen wir den Wasserstand hoch und dann kommen wir hier weiter.
Ich weiß nicht, ob die... Ja doch, die Entfernung reicht gerade so. Kriegt ein Ding kaputt? So. Toll. Warum kriegen wir hier auf einmal so viele Rubine? Ich glaube, ich weiß, was uns im nächsten Raum erwartet. Das heißt, ich kann schon mal immer das mit. Und das mit. Und ich speichere mal vorher ab. Ich weiß, es war ein bisschen... Bisschen nervig. Ja, das ist der Raum. Denn hier erwartet uns ein ganz besonderer Gegner, nämlich Erda. Schattenlink! Nein, 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 nein! Komm, hau doch zu! Will ja auch wirklich nicht zuhauen, ne? Hab ich ihn überhaupt schon getroffen? Komm her! Eigentlich dachte ich, mit dem Hammer wäre das ganz gut, aber was auf jeden Fall funktioniert. Ist das hier. Na, 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 na. Au. Komm mal her. Komm, ich treib den jetzt mal. Das mit dem Hammer funktioniert irgendwie gar nicht. Oh, falsche Taste. Dann machen wir das halt wieder so. Aber warum ist er denn so weit weg? Aber es reicht. Mist. Ist er weit weg.
Ja, diesmal reicht's. Ja. Komm mal zu. Nein! Will nicht den Bogen. Ist ja wieder zu weit weg, ne? Oh ne, es hat gerade so gereicht. Komm mal zu. Das ist nämlich die einzige Sache, gegen die er nichts machen kann. Zack. Ich hoffe, es reicht jetzt. Oh, er ist ultra weit weg. Schon wieder? Oh, verdammt. Das gibt es nicht. Ja. Hä? Haben wir? Okay. Jetzt müssen wir halt mit dem Hammer auf ihn. Wo ist er? Auf ihn draufhauen. Hä? Schnell ist er denn wieder da. Nein, 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 nein. Hä? Was ist hinter uns? Aber ich will ein bisschen Abstand gewinnen. Kurz. Da ist er wieder hinter uns. Uff, war da Ding. Ein wenig eng. So, wo sind wir denn reingekommen? Da hinten. Gibt's hier noch irgendwas in dem Raum? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir halt in den nächsten Raum. Und öffnen die Truhe. Der Enterhaken. Dies ist ein viel besserer Fanghaken. Er reicht doppelt so weit. Haben wir hier irgendwo? Ah, man natürlich nicht. Rechts auch runter war es, ne? So. Tipp. Komm hier runter. Doxy, sei vorsichtig. Lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Okay. Dann ziehen wir mal unsere Eisenstiefel an, die helfen da bestimmt.
Ich hoffe, wir finden gleich ein paar Erzen, damit das nervige Geblinke hier aufhört. Ja, da haben wir unser erstes. Okay, das nervige Piepe hört auf. Gut, eine goldene Skulptur haben wir hier. Kriegen wir ja aus dem Wasser. Der Enderhaken funktioniert ja unter Wasser. Eigentlich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir müssen schnell schwimmen. Nee. Komm, Link. Na, das funktioniert nicht mehr. Nee. Ich glaube, wir müssen das so probieren. Lass mich hier an Land. Komm. Ich will hier ran. Okay, wir sind oben. Wo ist die Fee hin? Ich hasse es, wenn sie in den Wänden verschwinden. Nein. Wir müssen und wieder rüber. Ich denke mal, der Weg sieht relativ gerade aus darüber, ne? Nee, lass mich hier wieder hoch. Sind, glaube ich, noch nicht über dem, doch jetzt, über dem Mittelpunkt. So. Gut. Zack. Ein kleiner Schlüssel. Und ich glaube, wir können die erstmal wieder ausziehen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja. Bei dem Drachenkopf.
Waren wir jetzt schon. Dahinter hatten wir, glaube ich, auch alles. Moment. Das wissen wir gleich nochmal. Entschuldigung. Ja. Hier hatten wir schon. Hatten wir schon alles. Ich glaube, mit dem können wir uns jetzt in einem Rutsch rüberziehen. So. Stiefel. Der Kampf gegen Schattenlink hat so ultra lange gedauert, ne? Der auch ein paar Mal meinem Feuer entfernen ausgewichen ist. Kleine Schweine. So. Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal auf die Ebene. Hier fehlten uns noch Sachen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Nee. Nicht nach unten. Irgendwo müsste hier eine offene Tür sein, oder? Hä? Ah, nee, wir müssen ganz unten rein. Ja. Wo waren die Tafel? War die hier? Nee, hier sind wir hier gerade hergekommen? Nee, hier war die Tafel. Wir sind schon richtig. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir einen Magiekrug. Nö. Dann halt aufwärts. Dann war sie hier. Zeig ich ja. Da. Einmal zählt das Wiegenlied, dann kriegen wir den Wasserstand wieder nach ganz unten. Dann gucke ich nochmal, nur um auf Nummer sicher zu gehen, ob wir ganz unten noch irgendwas haben. Auf der Ebene noch irgendwas? Hallo? Nee, auf der Ebene ist nur der Bossraum, aber das ist ja der Eingangsbereich. Okay. Haben wir hier noch was? Ja, da ganz rechts. Haben wir beim letzten Mal nicht weiter, ne? Lass mich mal in Ruhe. Ah, jetzt kommen wir hier weiter. Sag ich ja. Wir haben ja ein Weg zu weit. Ist da noch eine Truhe hinter? Nicht, dass ich jetzt den letzten Schlüssel verballer und den brauchen wir noch. Ja, da war noch eine Truhe hinter.
2. Oh, wirklich zu hoch. Nummer 3. Tiefer. So, bleiben noch die da hinten. Hey, warum springst du so schnell? Uff. Treffer. Gut. Das ist eine Skulptur. Sehe ich von hier aus. Komme ich, glaube ich, gerade nicht ran. Da durchgepasst. Ah, diese Elektrorochen. Mal gucken, ob wir die auch irgendwie auf Entfernung hinkriegen. Mist. So, ich glaube, wir haben sie alle. Gut, aber wie geht's denn jetzt hier weiter? Ah, hier ist ein Loch in der Wand. Das heißt, da müssen wir mal kurz eine Bombe hinpacken. Ja, toll. Dann können wir hier mal durch diesen Gang gehen. Der Block. Muss da rein. Warum muss er da rein? Vielleicht muss er da doch nicht rein. Wir schieben ihn erstmal. Jetzt hier irgendwie nach oben? Nee.
Moment. Da geht's weiter. Okay. Dann ziehen wir ihn noch mal. Wir können ihn nicht seitwärts schieben, ne? Nee. Das ist ein Schalter. Den habe ich vorher nicht gesehen. So, was passiert jetzt? Steigt der Wasserstand? Ja. Nee. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Doof. So, dafür brauchen wir wahrscheinlich den Block. Was ist denn mit der Wand hier? Wird die zufällig auch in die Luft jagen? Oh ja. Mensch, guck mal einer an. So, jetzt haben wir den durchgeschoben. Und dann können wir den auf der anderen Seite jetzt ein bisschen ziehen. So, dann können wir nämlich hier wieder rüber und ihn ins Loch schieben. Und dann bleibt der Schalter nämlich aktiviert. Er ist quasi unser Ersatz für die kleinen Kisten. So. Komm. Ah ja. Das ist wirklich der Wasserstand, der hochgeht. Gut, 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 gut. Gut, zu hoch. Vielleicht keine Pfeile mehr. So. Okay, okay, okay. Hopp, war da unten irgendwas? Wir müssen es durch die Tür schaffen in der Zeit. Okay, okay, okay. Habe ich nicht darauf geachtet, dass wir damit quasi auch das Gitter aufgemacht haben. Schnell, 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 schnell. Okay. War hier die Skulltunnel? Ja.
Das heißt, ich ziehe mir schon mal meine Betonstiefel an. Sobald der nächste Stein hier vorbeigerollt ist. Machen wir hier einfach kurz einen Step ins Wasser. Killen die Skulltula. Oh oh. Und gehen hier, glaube ich, einfach mal ein Stockwerk tiefer, so wie das ausschaut. Was? Oh, Pfeile. Das ist gut. Denn wir haben ja kaum noch welche. Oh, verdammt. Ja. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Schlüssel dafür. Phänomenal. Ganze Arbeit hier für nichts. Ey, das ist unfair. Das war gerade ein bisschen unfair. Gut. Okay. Ach, jetzt sind die nervigen Viecher hier unter uns, oder? Na gut, haben wir zumindest direkt beseitigt. Das heißt, wir können jetzt in den Turm und sitzen im Wasserstand, so wie ich es ursprünglich auch vorhatte, auf die mittlere Ebene. Zack, hier müsste nämlich offen sein. Und da können wir uns jetzt hochziehen. Wir haben die Skulptur daran. Ja. Aber erstmal Wasserstand ändern. Nee, stopp. Ja, stopp. Sehr schön. So, von hier aus müssten wir die Skulltula jetzt auch treffen können, oder? Ist die zu hoch? Nein. So, mit dem Enterhaken kommen wir jetzt an deutlich mehr Skulltulas wieder ran. So, da müssen wir mal gucken, wo wir hier noch weiter mussten. Da sind wir rausgekommen. Also hier, richtig. Ach komm, wo bist du? Wir gehen hier rein. Da
verbessern. Reicht auch. Danke. So, hier waren wir nämlich, glaube ich, vorher auch noch nicht drin, weil... wir keinen Schlüssel hatten, glaube ich. Ich glaube, wir müssen den hier erstmal rausziehen. So. Dann machen wir uns mal hier hoch. Ah ja, jetzt sind wir wieder im Hauptdings. Und von hier aus gehen wir jetzt da quasi einfach nochmal rein. Komm hier, hier. Kleine Mistmarde. So. Und ticken runter. Da wieder rein. Und jetzt können wir den Block hier zur Seite schieben. Und wir haben eine Kiste. Okay. Pfeile und Magiekrüge hätte ich gerne mal. Aber das sieht eher schwierig aus. Aber jetzt müssten wir... Moment, ist das die letzte Truhe, die uns hier noch fehlt? Soll ich jetzt hier einen Quatsch erzählen? Ja. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Mal natürlich die andere Richtung lang. Gehen dahin, wo wir gerade nicht weitergekommen sind, weil uns der Schlüssel gefehlt hat. Und in der Truhe, die wir dann da noch haben, müsste dann ja, weil es die letzte ist, der Masterschlüssel sein. So, runter jetzt hier, Link. Dann hier wieder rein. Stiefel wechseln. Hinauf, das sollte ja jetzt ganz fix gehen. So. Mal rüber. Ich hoffe natürlich, wir müssen jetzt nicht noch mal komplett neu den Block verschieben, wobei wir jetzt wissen wir ja wieder. Mal gucken, ob wir hier einfach mal so durchkommen. Wapp. Au.
Ah, jetzt bin ich in Ruhe. Ja. Oh nein, jetzt sind die... Ah, schnell raus hier. Raus, Ding. Ja, jetzt müssen wir uns dann nochmal rüber balancieren. Oh nein! Ja, hier kommen wir jetzt gerade nicht mehr hoch. Glückwunsch. Wie weil ich Zeit sparen wollte, ne? So, Versuch Nummer 2. Schnell, 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 schnell. Cool, ist gerade vorbei. Das ist ein absolut gutes Timing. So, du machst den Maul auf. Ah, guck mal, Magiekrug. So, auf die Tür. Und tada, was habe ich gesagt? Der Masterschlüssel, jetzt kannst du endlich jeden Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Ja, hat jetzt aber auch eine Weile gedauert hier. Stopp. Wie? Nein. Gucken, ob wir die kurz einfangen können. Ja. Nummer 1. Der zweite. Vielleicht nicht, nee. Nehmen wir natürlich auch mit. So. Gut. Dann machen wir an der Stelle Schluss für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen natürlich beim nächsten Mal dann mit dem Boss weiter. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.